Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es wieder ein Aufgebraucht-Video mit vielen Beauty-Artikeln, die ich leer gemacht habe. Und wir fangen jetzt an. Viel Spaß! So, das ist jetzt schon mein zweites Video, was ich drehe. Deswegen, wie sagt man das? Entschuldigt mich, wenn ich mich ab und zu mal verspreche oder so. Weil irgendwann hat man so einen Sprachkasper dann drin. Egal, wir fangen jetzt an. Also ich habe Abschminktücher leer gemacht. Das sind die von Nivea mit Rosenwasser. Habt ihr jetzt schon ganz oft bei mir gesehen. Die mag ich sehr, sehr gerne. Dann habe ich Augenpads leer gemacht. Das sind diese goldenen Augenpads von Annemarie Berlind. Das sind die Anti-Aging Augenpads Gold mit Sofort-Effekt. Die sind ziemlich teuer. Ich glaube, die kosten fast 20 Euro oder 20 Euro. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich wurde auch schon auf Instagram gefragt, sind diese Augenpads diesen Preis wert? Also ich muss sagen, ich finde die gut. Was mir immer wichtig ist bei Augenpads, dass die nicht runterrutschen. Und diese hier sitzen bombenfest. Wenn ich die unters Auge klebe oder lege, die bleiben dann an Ort und Stelle. Ich hasse das, wenn die Augenpads so glitschig sind und dann so runter slimen. Oder wie man sagt. Und das tun die hier nicht. So, und auch wenn ich die abgemacht habe, merke ich so, ja, so ein frischer Effekt und dass diese Augenpartie hier auf jeden Fall mit Feuchtigkeit versorgt ist. Ob die jetzt diesen hohen Preis wert sind, kann ich euch echt nicht sagen. Also ich liebe Augenpads und ich habe mittlerweile schon fast alle Augenpads ausprobiert. Die mag ich ganz gerne, aber muss man selber wissen. Also ich kann euch jetzt nicht sagen, geht und kauft euch die. Es gibt auch aus der Drogerie gute Augenpads. Also ja, kann ich euch nichts zu sagen, also wie ihr das so machen möchtet. Dann habe ich ein Micellenwasser von Salted leer gemacht. Salted wird ja jetzt bei Instagram super gehypt. Also ich finde, Hello Body Werbung sieht man gar nicht mehr bei Instagram, aber dafür in jeder zweiten Story Produkte von Salted. Salted hat ja auch so Gesichtspflegeprodukte und ein paar Sachen habe ich mir auch gekauft und mit Rabattcodes da von den Bloggern. Und einige Sachen fand ich ganz okay und einige Sachen fand ich nicht okay. Und nicht okay fand ich dieses Micellenwasser, weil das nämlich nach Zahnpasta gerochen hat und ich mochte diesen Duft oder diesen Geruch überhaupt gar nicht. Das ist, also es riecht absolut nach Zahnpasta und ich möchte Zahnpasta nur in meinem, oder Zahnpasta-Geruch und Geschmack einfach nur in meinem Mund haben und sonst nirgendwo. Und ich habe echt ein paar Mal überlegt, soll ich das nicht einfach in den Ausfluss kippen, weil ich wollte das nicht mehr benutzen, weil es war einfach, nee, also ich mochte das nicht, mir das Gesicht damit, also ich habe es immer auf ein Wattepad gegeben und dann übers Gesicht damit gestrichen und es hatte immer einfach diesen Zahnpasta-Duft um mich herum dann, mochte ich gar nicht und da war auch irgendwie Seife oder sowas drin, ich weiß nicht, weil das Wattepad dann auch immer so Seifenblasen gemacht hat und ja, also ganz, ganz furchtbar, kann ich euch überhaupt nicht empfehlen, mochte ich nicht, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es irgendjemand mag, aber ja, das ist so ein Flop-Produkt gewesen. Dann habe ich leer gemacht, man kann es nicht mehr lesen, weil das Etikett auf dieser Seite schon weg ist, von BB, nee, nicht BB, von Palmolive, glaube ich. Aber ich weiß nicht mehr, es ist dieses Babyöl. Das kaufe ich mir immer mal wieder, ganz gerne, und steht bei mir in der Dusche. Wenn ich keine Lust habe, eine Bodylotion zu benutzen, dann benutze ich das hier. Ihr habt danach super, super zarte Haut. Ich habe das auch immer früher, wenn ich Dates hatte, vor allem so im Sommer, wenn man irgendwie ja, kurze Sachen anzieht, dann habe ich das immer benutzt vor meinem Date. Ich hatte super weiche Haut, also als Geheimtipp an alle Mädels. Wenn ihr ein Date habt, benutzt das auf jeden Fall. Nichts kann mehr schief gehen. Dann habe ich mein geliebtes Rexona Deo leer gemacht, das zum Sprühen und das zum Nicht-Sprühen. Ich hatte ein paar Tage lang gar kein Deo mehr, absolut kein Deo mehr. Das war so eine Katastrophe. Ich habe richtig gemerkt, wie abhängig ich von diesen Deos bin. Bin einmal nur in die Stadt gelaufen und die Stadt ist bei mir echt nicht weit. 10 Minuten oder so laufe ich. Und als ich wieder zurückgekommen bin, ich hatte hier einfach nass. Und es hat so unangenehm gerochen und ich dachte mir so, oh mein Gott, du musst sofort nach DM gehen und dir dein Deo holen. Also es ist echt heftig, wie gut das Deo ist. Also das merkt man dann, wenn man mal kein Deo benutzt, wie gut das einfach ist. Dann habe ich gestern leer gemacht ein Öl von Rossmann, das ist von Isana.
Das ist so ein Marula-Öl für Gesicht und für Körper. Ich habe es aber nur nach dem Duschen so benutzt, war ganz gut. Habt ihr so eine Pipette, dann könnt ihr das immer ganz gut dosieren mit dem Öl. Ja, das war ganz gut. Also ich benutze ja immer gerne eine Bodylotion oder ein Öl oder irgendwie sowas, um die Haut schön weich zu halten. Dann habe ich ein Parfüm leer gemacht von Dolce & Gabbana Rose. Oder ja, Rose heißt das. Hat nach Rose geduftet. Das finde ich auch ganz gut, aber ich würde es mir nicht wieder nachkaufen. Es riecht einfach nur nach Rose. Wenn ihr jemandem ein Geschenk machen wollt, einer Frau, und ihr wisst, diese Frau liebt Rosen, Duft über alles, dann könnt ihr das kaufen als Tipp von mir. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der gerne Rosenduft mag, diesen Duft nicht liebt. Dann habe ich auch vor kurzem leer gemacht, endlich meine Augencreme von Clinique. Das ist die All About Eyes Rich. Die wurde auch eine Zeit lang sehr gehypt. Also ich glaube, jeder zweite benutzt diese Augencreme. Ich bin super, super faul, was Augencreme angeht. Ich benutze die, manchmal benutze ich monatelang keine Augencreme, weil ich einfach keinen Bock habe. Und deswegen hat die auch sehr, sehr lange bei mir gehalten. Und ja, habe ich mir dann immer mal wieder ein bisschen unter die Augen gegeben. Ich werde jetzt diese Woche 28, also wenn ihr das Video seht, dann bin ich schon längst 28, aber ich werde auf jeden Fall in ein paar Tagen 28 und es ist immer ganz gut, diese Augenpartie mit Feuchtigkeit zu versorgen, deswegen benutze ich auch so oft Augenpads und genau, ich habe jetzt eine andere Augencreme schon von Tarte, so eine Maracuja-Öl-Augencreme, die benutze ich gerade und genau, also ich bin zwar super faul, was das angeht, aber es ist schon sehr, sehr wichtig, eine Augencreme zu benutzen. Dann habe ich ein Produkt von Nuscha leer gemacht. Nuscha wird auch aktuell sehr gehypt. Auch ich bin ein bisschen auf diesen Zug aufgesprungen. Das ist eine Spülung für, wenn es mal schnell gehen muss. Hier sind irgendwie Kiwi-Extrakte drin. Riecht sehr angenehm. Meine Haare waren danach auch schön weich, haben sich schön durchkämmen lassen. Ich habe ja blondiertes Haar, deswegen achte ich auch immer darauf, dass meine Haare viel Pflege bekommen. Normalerweise benutze ich Kerastase. Ich habe das jetzt hier so zwischenzeitlich mal genommen. Ich habe auch noch eine Haarkur, die man länger einwirken lassen sollte von Nuscha. Habe ich aber noch nicht probiert. Das hier fand ich ganz okay. Ob man sich das jetzt nachkaufen muss, ich weiß nicht. Ich glaube, wenn man das hier ausprobiert, also Nuscha, sollte man eigentlich die ganze Reihe mal ausprobieren. Also Shampoo, Spülung, Conditioner, alles so zusammen, um dann zu sehen, wie das so wirkt auf die Haare. Wenn man nur ein Produkt so aus der Reihe mal nimmt, finde ich, kann man nicht so viel dazu sagen. Also man müsste alle Produkte mal testen. Dann habe ich eine Mascara leer gemacht, die mochte ich leider nicht. Das ist die von Emmasam, die Magic Finish Volume Mascara. Ich zeige euch mal das Bürstchen. Oh, hier ist sogar noch ein bisschen was drin. So sieht die aus. Also eigentlich ist das Bürstchen ganz in Ordnung. Ich glaube, das ist so ein Bürstchen, was die meisten Mädels mögen. Aber irgendwie hat das bei mir nichts Besonderes mit meinen Wimpern gemacht. Keine Ahnung. Ich finde ja, diese Gummibürsten also diese Gummibürsten mag ich am meisten. Die machen die Wimpern so schön lang. Ich habe auch heute wieder eine Gummibürste benutzt. Benefit hat viele gute Mascaras, finde ich. Also Benefit, diese Dare Real, glaube ich, heißt die und so. Ja. Aber auf jeden Fall, die hier war nicht so meins. Dann habe ich ein Mini-Concealer leer gemacht von Giorgio Armani. Die war richtig gut. Die habe ich irgendwo mal bei Douglas oder so bekommen bei einer Bestellung. Und die war richtig gut. Diese Foundation von Armani, diese Silk Foundation, glaube ich, heißt die. Die wird ja auch sehr gehypt, soll auch gut sein. Aber ich habe euch das schon mal erzählt, ich will erstmal keine Foundation mehr kaufen. Ich habe so viele Foundations, ich will erstmal ein, zwei leer machen, bevor ich mir eine neue hole. Ja, auf jeden Fall war die hier sehr gut. Also jemand, der starke Augenringe hat, sollte sich diesen Concealer von Armani mal genau anschauen. So, dann habe ich hier noch ein paar Verpackungen, weil ich euch das Produkt so nicht zeigen kann. Und zwar habe ich hier einmal von Foamy, die feste Duschpflege. Das habe ich zugeschickt bekommen. Finde ich auch gut. Das ist ja so ein Ersatz für normale Duschgels, weil das eben hier plastikfrei ist und so weiter. Und das riecht nach Pfefferminz und grünem Tee. Benutze ich auch aktuell immer noch in der Dusche. Und ja, das war ganz okay. Also es ist noch ein bisschen was da dran. Noch ein paar Duschen, dann ist es auch weg.
Ihr habt hier immer so einen so ein Band, damit euch diese Seife nicht aus der Hand flutscht, sondern dann könnt ihr das Band immer so um euer Handgelenk drum machen und euren Körper dann so abschrubben. Und ja, also das hier mag ich ganz gerne, benutze ich immer noch. Aber was ich nicht mag von Foamy, ist das Haarshampoo. Ich habe hier einmal das feste Shampoo für feines Haar, verleiht Volumen mit Acai-Beeren. Und hier ist auch die Spülung dazu. Fester Conditioner für feines Haar, verleiht Volumen, genau das gleiche, nur dass es ein Conditioner ist. Ich habe mir insgesamt 4 oder 5 Mal damit die Haare gewaschen. Beim ersten Mal war ich voll begeistert, weil es war das erste Mal, dass ich so ein festes Shampoo benutzt habe und es hat eigentlich gut geklappt, es hat gut geschäumt und ich hatte auch tatsächlich danach mehr Volumen. Ich habe ja auch so feines Haar, ich habe zwar viel Haar, also relativ viel Haar, aber ich habe feines Haar und das hat mir wirklich Volumen geschenkt und ich war ziemlich begeistert. Dann habe ich mir das 2., 3., 4. Mal die Haare damit gewaschen und ich habe gemerkt, wie meine Haare immer trockener und trockener und trockener geworden sind. Und das liegt bei mir immer noch in der Dusche, aber ich werde meine Pinsel damit waschen. Also ich werde mir nicht mehr die Haare damit waschen, weil das meine Haare einfach komplett ausgetrocknet hat. Es kann auch nur das gewesen sein, weil ich nichts anderes benutzt habe. Deswegen ist das leider für mich ein Flop-Produkt, obwohl ich die Idee an sich eigentlich ganz gut finde. Auch, dass man Plastik sparen kann, aber für mich ist es leider nichts. Vielleicht für jemand anderen von euch, ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, wer das hier benutzt und wer das so, wie ihr das so findet. Aber bei mir hat es meine Haare komplett ausgetrocknet. Selbst es war so trocken, das Haar nach der dritten Wäsche oder so und ich habe dann noch mein Öl reingemacht von Kérastase, was meine Haare eigentlich immer geschmeidig macht und selbst das Kérastase-Öl hat nichts gebracht. Die waren einfach super glanzlos, spröde, trocken. Ja. Da habe ich mir die Haare mit meinem normalen Shampoo wieder gewaschen und die waren wie ausgewechselt. Also es kann nur an diesem Produkt hier gelegen haben. Ja, das war mein Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne einen Kommentar, welches Produkt ihr davon so kennt und was ihr so aufgebraucht habt in letzter Zeit. Und abonniert meinen Kanal, lasst mir einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao!